Hallo zusammen, ich bin hier auf 3100 Meter auf dem Gorner Grat und ich drehe mich langsam. Hinter mir ist das Matterhorn. Als Schweizer muss man das gemacht haben, man muss mal einmal hier gewesen sein, das Matterhorn als Reflexion in einem Bergsee gemacht haben. Das machen wir heute Nacht oder heute Abend. Einziger Nachteil dieser ganzen Geschichte ist, es ist furchtbar teuer hier hochzukommen, aber es lohnt sich dermaßen. Es lohnt sich übrigens auch sehr, da hinten sieht man gerade ein paar Leute, wenn man Mountainbiker ist, weil man kann halt mit der Bahn hier hochfahren auf 3100 Meter und kann dann quasi so weit man möchte runterfahren. Habe ich noch nicht gemacht, aber muss unglaublich gut sein. Ist aber, glaube ich, relativ anspruchsvoll. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Sonnenuntergang. Hier oben ist ein Restaurant. Wir nehmen jetzt ein gemütliches Käffchen, warten, bis so ein bisschen so die Masse der Japaner weg ist. Und dann suchen wir uns einen guten Fotospot. Bis gleich. So, hallo. Jetzt sind wir auf 2800 Meter und wenig überraschend hinter uns das Matterhorn mit dem Riffelsee. Sehr, sehr schön hier, vor allem auch in die andere Richtung, ist fast noch schöner, mit den Alpen. Also das sind die Alpen. Also wir gucken hier überall 4000 um uns rum. Für Bergsteiger, also wirklich the place to be, also super, super geile Berge hier. Wir sind jetzt früh gekommen, wir haben uns das im Hellen angeguckt, wo wir das, also ich weiß schon genau, wo mein Stativ heute Nacht stehen wird, weil im Dunkeln ist das immer alles ein bisschen mühsam. Wir haben drei Zielfotos, Matterhorn bei Sonnenuntergang, Matterhorn bei Mondlicht, weil wir Mond haben nachher, und dann natürlich morgen früh bei Sonnenaufgang. Ich habe gerade noch geprüft mit Milchstraße. Man sieht sie noch nicht richtig gut, aber ein bisschen wird man sie sehen, aber so in die Richtung. Ja, und da die Milchstraße, ja, ist jetzt nicht so der Bringer. Einfach falscher Zeitpunkt. Da muss man zum anderen Monat kommen und halt eben auch dann, wenn der Mond sehr viel kleiner ist, der ist jetzt noch, ich sag mal, ein Drittel voll. So, also, ich esse jetzt Abendbrot. Also, ich erzähle euch dann morgen, weil gleich wird es dunkel, erzähle euch dann morgen, was rausgekommen ist. Aber ich bin guter Dinge, dass es gut kommt. Guten Morgen, es ist hier jetzt Viertel nach sechs. Wir stehen seit um sechs hier. Sonnenaufgang ist um 6:40 Uhr. Das ist immer ganz wichtig, schon einen Augenblick vorher da zu sein. Ich stehe hier mit meiner Nikon D750 am Riffelsee vor dem Matterhorn und bin halt eben, wie gesagt, schon so eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang immer schon dran. Ich drehe mich mal so um wegen dem Wind. Das ist immer noch ganz wichtig, weil hier in den Bergen halt der Himmel sich sehr verfärbt. Der ist blau, der ist rosa und so weiter. Und irgendwann kommen die ersten Sonnenstrahlen und das Matterhorn ist halt sehr hoch. Das heißt, das wird die Spitze beleuchtet haben und der Rest noch nicht. Und das sind eigentlich so die Bilder, die man haben will. Dazu kommt, dass der See, es ist windig, der See ist halt jetzt nicht glatt. Und es hat geholfen, dass ich eben im Dunkeln schon Bilder gemacht habe mit 20 Sekunden. Dann habe ich schon mal einen glatten See und kann zur Not im Photoshop den glatten See von 6:05 Uhr mit dem von 6:30 Uhr, der nicht glatt ist, austauschen. Ja. Ansonsten eigentlich relativ unspektakulär. Es hat halt leider keine Wolken. Das ist ein bisschen das Problem. Sehr spektakulär hingegen war die Nacht, weil wir hier noch eine Rettungsaktion hatten. Und zwar sind ein paar Bergsteiger am Matterhorn unterwegs gewesen, haben sich scheinbar verstiegen oder so. Da kam nachts der Helikopter und hat die da mit Scheinwerfer und so weiter rausgeflogen. Und wir konnten das von hier aus halt sehr schön sehen. Sehr, sehr dramatisch und auch macht einen natürlich auch ein bisschen nachdenklich. Ja, also, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich mache jetzt hier Bilder, bis die Sonne da ist und dann fahren wir wieder nach Hause. So, ich arbeite bei sowas immer im Live-View. Zum einen ist der Spiegel schon vorgeklappt und zum anderen sehe ich halt Wasserwaage und so weiter. Das macht alles ein bisschen einfacher. Ich bin jetzt im Moment auf Blende 9 bei ISO 100 und schon ein Sechstel. Also wir sind langsam, die Sonne kommt gleich. Und man sieht es auf dem Video wahrscheinlich, ja, man sieht es ein bisschen. Der Himmel ist total cool verfärbt. Und eben hier ist volle Action, einschließlich die Schafe haben Durst. So. Schafe im Bild. Ja, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh. Und eigentlich müsste man jetzt Kabelauslöser nehmen. Ich habe so kalte Finger, ich habe den eben nicht reingefummelt gekriegt, aber eigentlich habe ich einen Kabelauslöser dabei. Und ich habe jetzt halt 2 Sekunden Vorauswahl, Vorwahl, das ist auch gut. So, ich muss mal fokussieren hier, mal gucken, ob das geht. Das ist ja geil. Ich darf meine Kamera jetzt halt nicht bewegen, weil ich den Bildausschnitt behalten möchte. Kann ich mal einer ein Foto von den Schafen machen hier? Geil. Ja. Also, ich hoffe, das war interessant. Tschüss. So, mal das so. Guten Morgen, es ist hier jetzt Viertel nach sechs. Hallo, wir stehen hier auf 2800 Meter. Ich drehe mich mal langsam, weil das ist doch schon wieder falsch. Mensch. Hallo, jetzt. Hallo.
Hallo, jetzt sind wir auf 2800 Meter. Es ist jetzt 6:45, es wird in einer Stunde dunkel. Und das ist das Flugzeug hier. Mann, immer wenn ich drehe. Scheiße. Hallo zusammen. So, ne? Ein bisschen höher wollte ich das machen. Dann schimpft hier wieder einer, dass man nicht, als wenn das irgendwie geheim wäre, dass ich einen Selfie-Stick genannt habe. Na gut. So. Hallo zusammen, ich bin hier auf 3100 Meter auf dem Gornergrat. Ist das richtig drauf? Ja. Hallo zusammen, ich bin hier auf 3100 Metern auf dem Gornergrat.